So, jetzt ab. Heyo zusammen. Willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, ich bin wieder da. Es geht wieder weiter. Alles sehr spannend hier. Husten ist immer noch so ein bisschen, naja. So. Zwerge bekämpfe gerade nicht. Wir sind hier dabei. Monster Zauberer. Ein Zauberer, okay. Wir sind dabei, hier zu kämpfen. Angeblich sollen wir verlieren, aber Leute, ich sehe nicht wie. Dieses Mal aber Ushabti. Ich muss so höllisch auf diese blöden Ushabti aufpassen. So mega ätzend. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich dieses Mal vielleicht die Katapulte weiter vorne aufstelle und die Rattling-Kanonen hinter die Katapulte. Weil die haben zwar gut Schaden, ja, hier ist es aber voll egal. Ist voll egal. Oder, bessere Idee, ich beschwöre am Anfang Clanratten, Clanratten, Clanratten in die Katapulte rein, damit die safe stehen. Oder semi-safe. Ich meine, da kommen die Ushabti, die machen halt und ja, ein bisschen was geht kaputt. Das lässt sich nicht verhindern, das ist bei dem Spiel einfach so. Na, es ist eine beschissene Fähigkeit, genauso wie die Ratten einfach irgendwo rein zu. Es gehört dazu, man muss halt damit umgehen. Ist halt Magie, die ist dabei, die macht Schwachsinn und tut weh. Punkt. Ist einfach so. Lässt sich ganz schlecht ändern. Die Warp-Bohrer sind da leider nicht sehr nützlich. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Also, wir machen hier wieder die Katapulte. Dann machen wir hier wieder schön die Rattling Cannons. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Ich möchte die eigentlich. Irgendwie so vielleicht. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber es ist halt irgendwas. So. Hier stehen halt da die ganz kräftigen Leute. Seitlich stehen dann die Leute. Und dann haben wir hier noch so ein Bumsteil, hier noch so ein Bumsteil. Die können. Ja, sieht auch gut aus. Warlock-Techniker reinschmeißen. Den da rein. So. Dann ruft der schon mal hier die Ratten her. Na, einfach damit man. Damit man hier schön selbst spielen. Wenn es kein Vertun gibt. So. Die werden geholt, die werden geholt. Genau. So. Wenn jetzt irgendwie hier mit Stuff nervt, dann passt das schon. Da guck, da ist schon irgendwas kaputt gegangen. Die werden gewortext. Genau wie das Teil, wie lange geht das? Weiß keiner, Banishment. Ja, tut weh. Hat aufgehört, okay. Ich meine, ich werde ja gleich wieder Ratten herholen können, ne? Einfach um safe zu stehen. So. Einfach um safe stehen, damit die Katapulten nichts passiert. So, mach mal. Danke. So, ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung. So. Schön da drauf klatschen. Und gut ist. Bis halt die Ushabti wieder entstehen, ne? Kennen wir schon. So. Genau. Ja, schöner Damage. So, die Rattlings schießen. Zumindest die hier, die noch nicht. So, schön aufhalten, Leute.
buffen. Ich hätte gern, dass ihr den da aufhaltet. Dass der hier nicht so krassen Damage fährt. Das muss nicht sein. Ne? Da muss man eine Warlock-Techniker nicht kaputt machen. Das muss halt echt nicht sein. Vielleicht schießt ihr mal darüber. Ja, macht er mal. Ah ja, die Stormwürmer sind voll zerstört, okay. Aha. Auch sehr interessant, was hier gerade abgeht. Aber gut. Kill, kill, stab, stab. Warlock Master! Da kommt jetzt der ganze Bums-Scheiß raus, genau. Und eigentlich müsstet ihr doch da jetzt ordentlich draufgehen, bevor die Katapulte alle kaputt gemacht werden, oder? Genau. Sollte so sein. Schauen wir mal, ob das so klappt. So, ich habe oben noch mal Leute. Ah, übrigens. Das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, verfolgt ihn. Irgendwie wird dieses Katapult angegangen, obwohl ich hier eine Menge Leute habe, die sich um dieses Problem kümmern sollten. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Ja, ist halt immer das Gleiche, ne? Die Katapulte werden halt von den Tomb Kings gebumst. Ist halt so. Egal wie du das machst, das ist immer, immer falsch. Aber na gut. So. Wäre schön, wenn ihr da mal angreifen würdet, wie ich euch das erzählt habe. Ja, so ein paar Befehle, die ihr durchgeht, das wäre nice. Passt. Passt. Okay. Da ist schon wieder irgendwas gestorben oder auf der Flucht. Auch interessant. Ja, müsste aber passen. So, da hat es noch ein paar Skelettkrieger, die es irgendwie da reingeschafft haben. Ich weiß nicht wie. Aber sie haben es geschafft. Es läuft darum. Warlock Master! Auch sehr interessant. Okay, dann. Ja, der packt es schon. Jetzt zerfallen sie langsam. Na gut. Ja, ist wieder nicht so gelaufen, wie es wollte, aber es ist halt jedes Mal so. Er kommt halt irgendwie durch, fährt Damage und Power. Ne? Ist einfach so. Also alles töten. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, dass ich hier ein paar Warp-Border verloren habe, aber wenn es so ist, dann muss man halt neu auswählen. Ist halt einfach so. Nee, passt schon. Schöner Schaden, auch schöner Schaden. Wow, sehr guter Schaden. Komplett reingeschissen. Naja. Ja, gut. Geht, ne? Könnte schlimmer sein, aber. Die Zauberer, hier Banishment auf die Sturmratten, das hat schon wehgetan. Das ist nicht so ohne. Ja, so.
Geld, das ist sehr schön. Geld ist immer gut. So. Gut. Dann. Ja, dann nehmen wir die 15%. Die lohnen sich nämlich richtig. Die lohnen sich extremst gut. Wow, Grimgorg ist voll am Popo. Krass. Die waren mal so gut dabei, ne, wo ich hier Kräfteverhältnis war. Jetzt hat sich das komplett gedreht. Heftig. Dann die Halbgottsmonde sind auch fast weg. Diamese aber kräftig. Na gut. Ja, kommt alle her. Ich mache euch alle weg. So. Gut. Wie geht es weiter? Da könnte ich angreifen. Oh. Nicht Superior. Ja, wieso nicht? Da ist Skarsen. Ist es ein Zauberer? Nö. Die Lebaden-Infanterie. Okay. Hat keinen Zauberer dabei. Die sind alle leicht zu töten. Das ist ein bisschen nervig. Und die auch. Mighty Warrior Champion. Karak Asgard. Ja. 4000. Was ich ja machen möchte, ist natürlich mehr Nahrung, mehr Stuff, mehr. Na, ihr wisst schon. Morkheim lohnt sich hier gar nicht. Die Bittersteinmine. Wow, okay. Steinminenturm. Hier könnte ich vielleicht mal wieder sowas bauen. Achso, das wollte ich eigentlich. Egal. Gut. Also langsam komme ich mit der Nahrung ran. Das ist gut. Ich habe halt am Anfang einfach falsch gebaut und jetzt muss ich die Scherben aufheben und einfach schauen, wie mache ich das. Vor allem muss ich mir überlegen, wie will ich weiter expandieren. Also, es ist ja... Es ist ja so, dass ich hier gewisse Ziele habe. Ne, Karak 8 Gipfel, okay, muss ich mir irgendwie holen. Ja, werde ich irgendwann machen. Ich fühle es halt jetzt noch nicht. Wieso macht denn das gar kein Geld mehr? Also schwarz, nee, hallo. Warum? Das hat mir richtig Geld gebracht. Oder ist hier nur die Anzeige buggy? Bringt das. Also Schwarzwerz werde ich so schnell nicht einnehmen, weil es einfach zu viel Geld bringt. Aber Karat 8 Gipfel. Dingo Graz, ne? könnte ich mir überlegen. Was ich mir vielleicht hole, ist hier hinten den Bums. Da bin ich gerade wirklich am Überlegen, ob ich mir das nicht einfach holen soll, weil da liegt schon ein bisschen Geld. Ne? Splitterfeld, Spukwald und so. Könnte man sich holen. Aber alles, was ich mir hole, muss ich auch verteidigen können. Wenn da Leute vorbeikommen, was ja durchaus passieren kann mit Hackreif und Schlag mich tot. Deswegen brauche ich dann instant wieder eine Armee, die defensiv steht. So wie die jetzt hier so ungefähr. Master Engineer. Ja, und dann wird es halt plötzlich wieder nervig, ne? So, können wir mal drauf gehen? Einfach ein bisschen. Da kann ich wieder eine Unterstadt bauen. Fist Warlock, Mons Blood. So. So zum Beispiel, ne? Gut. Weil. Das Ding ist halt,
Ich habe hier überall Stuff gebaut. Unterstädte, die Geld bringen sollen und so weiter. Na, wenn ich mir das Land jetzt hole, damit es halt mir gehört und wirtschaftet, dann ist das Problem, dass die ganzen Unterstädte, die ich aufgebaut habe, kein Geld mehr bringen. Die sind dann nicht mehr wirtschaftlich irgendwie nützlich. Ich weiß nicht, wie ich das mit Skaven machen soll. Weil ich habe hier viel Bums. Bringt mir aber herzlich wenig. Master Engineer. My dynasty. Tomb King of what do you desire? Nee. Na, das ist so die Frage. The Queen of Tides. Was mache ich jetzt hier? Wie soll mein Plan ausschauen? Wo möchte ich hin? Weil hier baue ich auch viel Stuff aus. Ich glaube, mit Skaven braucht man gar nicht so viel. Man muss halt nur hier den Quatsch bekommen. Ja gut, oder durch militärische Verbündete. Mal gucken. Ich glaube, dass ich irgendwann demnächst, aber hier liegt so viel Geld. Ich würde vielleicht die Echsen mal wegmachen. Also aktuell mache ich hier noch gut Geld, ne? So. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich hier die Tiefenreiche aufgebaut habe, wisst ihr? Ich mache jetzt hier noch Plündern und Tiefenreiche aufbauen. Ich wollte ja eh hier noch hin. Weil das hier. Ich kann auch. Dauert ein bisschen. Okay. So. Slash Attack Destroy. Genau. Einfach drüber roffeln. Kaputt machen. So. Hat der noch genug? Ich könnte hier plündern. Das passt schon. So, dann Tiefenreich wieder. So. Geld. Das braucht's nicht. So. Okay. Clan Pestilence will roll. Da müsste ich eh mal gucken, ob ich denen irgendwas anderes geben kann. Verlustverstärkungsrate ist zum Beispiel stark. Stadt. Ja, diesen Banner mit der Führerschaft. So. Hier, Nahrung. Gib her. Banner können schon praktisch sein, aber. Okay. Next. Boom. Hat der noch das Kampagnen-Sichtfeld-Dingens? Ist ja auch useless, ne? Nee, gut, passt. So. Dann. Brüter. Braucht er das? Na gut. Ah ja, Rettungszauber 8. Insgesamt. Schattenmagnet. Okay. Du, bevor der gar nichts hat, kriegt er jetzt erstmal sowas. Dann würde ich gerne wissen. Ah ja. Das ist nicht schlecht. Okay. Warlockmeister. Der könnte tatsächlich wirklich den Rettungszauber nehmen. Solchen, der hat gar nichts. Erdender Stab. Selbstverbündeter. Naja, nehmen wir das mal mit.
Was man hat man halt, ne? So. Gut, dann gucken wir mal weiter. I dominate. Das macht seinen Wumms nochmal günstiger. Sehr schön. Untrusted worm. Poison after. Moment, das geht besser. So. Too weak to betray. Okay. Ja, sieht gut aus. Dann. Kill when get chance. Solchen Priester. Ja, eher die Defense. Okay. Damit haben wir es hier alles soweit durch. Geld machen wir auch noch ein bisschen. Korruption, Charakter. Ja, gut. Irgendwann baue ich die Stufe 4 Glocke. Und dann steigt es von 8 auf 10. Da haben wir nur noch 5. Ja, das geht schon. 2. Das wird schon noch. Und wenn nicht, dann rebelliert es halt irgendwann wieder. Oder man nimmt halt da mal so ein bisschen effizienter Plan. Okay, so, ich glaube, ich habe alles bewegt. Ah, habe ich nicht. Schaut's mal. Da können wir noch drauf. Knapper Sieg. Oh, schwierig, ne? Aber eigentlich machbar. Wahrscheinlich hätte ich auf 8 Ratten gehen sollen statt nur 6. Das war jetzt ein bisschen sehr zurückhaltend. Aber gut. Alles klar. So, was muss ich hier noch? Gut, dann gibt es hier noch eine kurze Antwort. Schauen wir da noch schnell rein. So, ich werde gamblen. Das große Gamble. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich aufstellen soll. Schön, hat sich gelohnt. So, Weihe. Wald ist schlecht. Wald ist immer schlecht für Skaven. Skaven wollen krassen Scheiß haben. So. To sales? Brauchen wir nicht. So, Speere außen. So ungefähr. Die Leute auch irgendwie außen. Sicher ist sicher. Der kann was beschwören. Der bufft, macht Damage. Das ist ja Warlock-Technik, genau. Ja, ich wette, das Team steht hier wieder komplett schlecht, aber ist jetzt halt so. Ein bisschen zurück kann ich ja. Also mehr in die Ecke gehen. Ich weiß nicht, ob das gut fürs Game ist. Keine Ahnung. Ist halt meine Lizardman-Taktik. Wahrscheinlich ist es eher schlecht, aber ich hoffe, die Katapulte sind bald wieder in Stellung zum Schießen. So. Listiger Springbart. Okay. So,
Katapulte feuern schon mal. Ist gut. Ich hätte gern, dass ihr das Feuer ein bisschen verteilt. Ich glaube, das macht einfach Sinn. So, die Chazales schießen. Machen hier leider nur nicht sehr viel Damage. Na doch. Ich meine, jeder Schaden ist irgendwie nützlich, ne? So. Genau, die Warpgrinder schön dahin. Aber wenn die draufknallen, sollen die richtig Damage. Zieht das ewig? Ich glaube, das zieht ewig, ne? Ja, das zieht ewig. So. Der geht drauf. Ist, glaube ich, nur so tot. Das scheint mir nicht so eine kluge Aktion zu sein. So. Wir können mal da drauf schießen. Der wartet noch. So, Rattling Gun. Wollt ihr mal was machen oder nicht? So. So, jetzt ist halt die Frage, ihr macht ihr was? Schieß noch irgendwas in die Augen. Dann könnt ihr laufen irgendwie komisch. So. Schön wieder die altbewährte Strategie, ne? Die kennen wir ja schon. Das ist gut. So. Schauen wir mal, ob der Plague Priest hier noch irgendwo sein Todestropfen machen kann. Genau. So. Plague-Priest macht Damage. Das hier sieht okay aus. Das sieht nicht so gut aus. Das passt. Plague-Priest macht fast gar keinen Damage. Haben bisher 14 Leute getötet. Geil. So nutzlos. So. Wahrscheinlich sind sie es halt auch nicht. Ich glaube, ich schaff's. Ist nur. Na komm. Ah, da kann das schon wieder auf dieses Tropfen gehen. Ja, interessant. Ja.
Also, ah ja, jetzt haben sie auch Schaden gemacht. Die haben sie nicht damage gemacht. Just say it. Das liegt ein bisschen. Es ist halt einfach wenig. Es ist einfach so. Die Artillerie, die Waffenteams, die sind nur dann gut, wenn sie ihr ganzes Pulver verschießen können. Ansonsten brauchst du es nicht machen. Na, Fernkämpfer waren dann am effektivsten, wenn sie, natürlich je nachdem welches Ziel sie angreift, aber insgesamt ihre ganze Munition verschießen konnten. Ja. Das muss man halt ermöglichen. Clan victorious. Aber Sieg. Bis drauf. Was ist das da? Passt. Oh, was gab's? Yes, yes. Quick always wins. Ah ja, Hinterhalt. Wow. Mehr Hinterhaltchance ist extrem gut. So, ich werde auch hier mit Kalat Asgal und so werde ich nichts machen. Hier liegt halt nicht viel Gold. Der Nebelberg ist low. Der Todesklamm ist zerstört. Was willst du denn hier machen? Ne? Ich hätte schon noch Lust, es zu bauen. Werde ich aber wohl nicht hinkriegen. Bauen wir es einfach mal. Dann sehen wir schon. So, wie geht's weiter? Was baue ich bei dem noch? Weil der ist jetzt soweit eigentlich fertig. Die noch? Ja. 15%. 15%, dass es das Doppelte hat, okay. Mal gucken. So. Was ich halt machen sollte, ich bin da bei 100%, das ist ein bisschen doof. Ich sollte schon längst mal Karat 8 Gipfel. Das ist halt soweit gut. Ich weiß es noch nicht. Weil die ganze Nahrung, die ich da jetzt habe, bringt mir halt nichts, wenn ich sie nicht benutze. Oh, da kommt was. Schwierig. Oh. Clan Squire hat eine Menge Krieger erklärt. Wow. Okay. Ob das so klug ist, ich weiß ja nicht. Graf Noctilus ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr starker Lord. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist der extremst stark. Kann mich aber natürlich auch irren. Ja, ist halt so die Frage immer, ne? Ja, gut. Grimgor kann da auch nicht viel machen. Gut, das kommt weg, das kommt dahin. Bum, bum, bum. So. Was gibt's? Oh, wow. Garrot. Wir können 3000 Geld bekommen. Oder ein Schwert der Macht. Okay, also das Schwert der Macht war überhaupt nichts wert und dafür Loyalität einbüßen. Hä? Macht gar keinen Sinn. So, Quick, wo geht's weiter? No one beats better Quick. Kenn ich die schon? What now? Nicht wirklich, ne? Stop, Gouch! Was ist denn das? Get out of me head! Quick, fight it all! Scotty says Quick! Gut. Weiter geht's.
Eight Peaks is mine. Da kann ich wieder was Cooles machen. Ja, aber das freue ich mich auch, dass er das ist. Gunther is ready. Nice. So, da muss man nur schnell klicken, dann geht das. Na? Ja, gibt's wieder Nahrung. Das hier. Und Tunnel? Brauchen wir einen Tunnel? Ich mache halt jetzt wirklich erstmal nur Tiefenreiche hier. Wisst ihr was? Vielleicht gehe ich nach 8 Gipfel. In meinen 8 Gipfel, damit die Geschichte mal ein bisschen weitergeht. Na? Ja. Ich glaube, das kann weg, oder? Kronzahnfeste. Ich meine, Dingograz. Ist doch Dingograz. Ne? Ja, fehlt noch, aber. Ich kann's. Ja, gut, lassen. Ja. Ja, lass mal. Es ist egal. So, hier wird gebaut. Glückwunsch. Ja, das ist voll egal. Ja. Geh mal hoch nach Karak. Keine Ahnung, wen's. Ich kann ja den Bums trotzdem hier. Ein Angreif, ja, genau. Easy, mach ich auch. Ist auch nur 4000 wert. 12. Da müssen wir hin. Ah, guckt doch mal. Aha. Hier liegt Geld. Ja, warte. Okay, okay. Ja, cool. So, den skippen wir jetzt, glaube ich. Obwohl. Nee, da weiß ich, was geht. Ja, es kostet Winde der Magie, ne? Ist Enz teuer? Forschungsrate, die müsste ich mir noch holen. Reload when defending. Ja, die Rekrutierungskosten sind egal. Architekt interessiert mich gerade hier auch gar nicht. Aber die Forschung, die klingt extremst nützlich. Should kill when get a chance. Okay. Machen wir mal so. Dann. Scroll. Der hat hier noch irgendwas. Ich meine, ich könnte. Das ist für alle Armeenfraktionen, das ist gar nicht so schlecht. So. Hornet One helps Darker Things. Darker Things, ja. Ja, plünder. Elf Things are weak. Kill for Clan. Good God, raid. Plündern. Wow, 800. Doppel 600, please. Ja, also Spukwald töten. Das Geld habe ich gerade nicht. So. Morphik. Ich habe ja gesehen, dass hier die Echsenmenschen kommen. Und er ist gerade auch ein bisschen. Er muss halt unbedingt wieder verbessert werden. Also hier. Replenishment. Ja, schaut besser aus. Genau. Alter, da kommt Krok mit Lord Kroak. Jetzt wird's eklig. Mit Lord Kroak. Ja, well shit. Weil der ist böse. Aber den kann man eigentlich, der ist langsam. Eigentlich kann ich den mit Rattenflut aus dem Hinterreich ganz easy kaputt machen. So, was kann ich mir hier noch kaufen? Nichts mehr gerade. Die Warcries gibt's irgendwas? Ist egal. Das könnte natürlich auch gut sein irgendwann mal, aber langweilig. So. Seine Armee ist. Also je nachdem, was das ist, ist seine Armee nicht stark, aber. So, gibt's noch irgendwen, der irgendwas mit mir machen möchte? Nö. Nö.
Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass Clan Scryer nicht this quick fast. Aber vielleicht können wir ein Bündnis verhandeln, wenn ich ihnen anbiete, dass ich im Krieg gegen diese ganzen Leute mitmache. Not logical. Wow. Ist der dumm im Kopf. Der will das echt allein gegen die alle aufnehmen. Übrigens, wie viel Geld mache ich jetzt hier? Warte, da. Hier war's. What? $680? Okay. Ja, da fehlt noch eins, genau. Oh, das geht auf 80 hoch. Das ist gefährlich. Ja. Warten wir erstmal ab. Moment, ich habe da jetzt nicht das Gebäude gebaut, das... Ihr wisst schon. Neue Untergrundstätte baut, das kann ich. Du willst fliegen? Für 300... Leute, die... Für 300. Was will ich denn mit 300? 30.000? Dann können wir reden. Aber dafür kann man halt auch drei Armeen aufstellen, ne? Die ich dann wieder crushe und dann kriege ich so das Geld. So, ja. Ja... Avalon? Hm? Die Elfen sind auch... sackgefährlich, muss ich ehrlich sagen. Die sind auch recht gefährlich. Blöde Elfen. Na los, Leute, macht's schneller. Haben wir nicht ewig Zeit. Schon wieder fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Es gibt knackig schnell hier, ne? Ja, komm, Karat Grimm, Karat Norn, Dixabong, genau. So, egal. Alles egal. So. Was ich bauen könnte, wäre das hier. Gibt dann richtig Kohle. Aber ich würde hier jetzt tatsächlich erstmal das Food-Gebäude abreißen. Damit ich dann da das andere Gebäude abbauen kann, das mir hier mehr Städte baut. Was einfach mega Sinn macht. Und sobald ich das habe, kommt dann hier wahrscheinlich dieses... Eigentlich müsste ich das hier abreißen. Tunnel hin. Also noch das andere mit dem Ding. Und dann noch das Geld. Da habe ich 200 statt 500. Ist aber in Ordnung. Und hier kriege ich auch nochmal richtig Kohle. Und dann da das. Und dann kann ich später das... Ne? Weil das ist cool, aber das bringt mir gerade gar nichts. Ein Warlock-Techniker, ja. Baue ich halt gerade nicht. Warp-Schmiede. Hexer. Ja, Hexer kann ich bauen. Assassinen habe ich gar nicht. Obwohl, die sollen, glaube ich, auch ziemlich gut sein, aber whatever. So. Warp-Blitzkanonen und Ding-Schredder und Warlock-Techniker. Das ist nicht schlecht. Frage ist, brauche ich das? Ich glaube im Augenblick nicht. Passt. So. Weiter geht's. Okay. Wer hat die besseren Katapulte? Wer hat drei Stück? Ja, der Spukwald ist komplett los. Slay murder. Ja, drei Katapulte werden schon. My scheme is this working. The council's voice. Ich mach das kaputt.
bauen eine Unterstadt. Vielleicht? Da wird dann belagert. So, in lieber Eubonicus. Ja, genau. Join us, us. Da kommt eh gleich nochmal Bürste. Alter, Stufe 5. Krass. Ja, machen wir doch kaputt. So, und hier ist jetzt die Sache. Stalk. Yes, yes. Der ist nur Stufe 6, aber er hat schon Blitzschlagen. Er hat das bekannt und gefürchtet, das ist auch gut. Die Armee müsste free sein. So. Engineer, here! Gut. Schaden, Geschossstärke, Reduktion. Nahkampfangriff. So. Ja, aber das passt. Weil er kann nichts machen. Die KI wird wieder rumeiern und einfach dann aufs Maul bekommen. Punkt. Die hampelt dann wieder rum, weil ich sie wegschieße. Dann ist er am Arsch. Da wird alles wegsterben. Ne, Katapulte, die Mörser. Babing, badabum, badabang. Billows. Und Ende ist. So, das heißt, wir stellen uns schön hier auf. Irgendwie so, keine Ahnung, ist ja auch egal. Meister, nicht Technik. Warlock Master! Das ist aber so egal. Und Kravum. Ah, und das eine Katapult denkt sich nö. Alter. Was ist denn das für ein Ziel gewesen? Oh, Leute. Ah, Leute. Das geht doch besser. Wieso haben die so wenig Reichweite? So witzlos wenig. Na gut. Geht's. Feuert mal schön drauf. Alter, die Skills kriegen ja voll aus. Ah, die stehen ja wieder auf. Sauerei. Sollen liegen bleiben. Zaubert der gerade? So, so aus. Na komm. Bisschen mehr Bum Bum, genau, ja, schön. Die würden gern schießen, können aber nicht. Auch interessant. Macht er das? Alter!
Wow, das sind die großen Bomben, die explodieren da oben und dann fallen sie mit 1000 kleinen runter und machen einen fetten Splash. Ja, geil. Geht's mal noch ein bisschen näher? Ah, jetzt kommen die Echsen, ja, aber die sind ja tot. Oder? Wow. Endlich lohnt sich die Rattling Guns mal. So, jetzt macht's was. Alter. Ja, RIP. Okay, cool. Komplett vernichtet. Next. Ist jetzt ein bisschen gefährlich hier, weil die durch den Stein laufen. Genau. Yep, bisschen gefährlich. Sehr ätzend. Also der Stein hat keine Kollision, hat aber durchaus eine Kollision für meine Line of Sight. Interessant, danke Spiel, das ist natürlich sehr fair. So, nochmal, das kriege ich das jetzt nicht. Ich hab keinen Bock zu. So. Ja, schick noch mehr Echsen. Ja, komm. Gut, dass die hier natürlich jetzt alles kaputt machen, ist schon richtig. Hallo, kommt mal her, traut euch, ist ein Gegner, oh oh. Die verlieren sehr schnell ihre Munition, die Mörser. Ah, jetzt sind sie in den Rattling Guns, okay. Okay. Ja, ganz schlecht sind sie nicht. Das passt schon. So, hier kommen irgendwelche blöden Geschossdingsies. Ist aber auch egal. So, die Rattling Guns sind da. Die feuern hier so ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Es müsste gewonnen sein. Oder? Ja, nee, da war jetzt keine solche. Das passt so schon. Ich nehme ein bisschen zu viel Damage, aber. So, wenn ich das Land noch töten könnte, das wäre super. Aber irgendwie ist der ganz furchtbar schnell. What the heck? Mich nach, na gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Geld nehmen oder die Verlustverstärkungsrate. Die Rattlings könnten das halt echt brauchen. Ich hatte noch keinen Nachtisch, deswegen werde ich mir demnächst irgendwann das hier gönnen. Das hier. Kann man das sehen? Lindor. Kleines Kügelchen. Sehr lecker. Ist ja nicht das Beste, aber ist ganz gut.
My plan scheme's always best. 2000, ja, nee, nehmen wir. So. Scurry forward. Warlock, Master of Scryer. Ich werde jetzt mal... Master Engine. Okay, der hat eine genauso beschissene... Der hat halt den Kroa. Aha. Er hat halt den Kroa. Ist aber egal. Nein, das Ding fällt runter. Ah, jetzt rollt es da runter. Oh Gott. Ah. Ja, da unten ist ein bisschen staubig. Aber ich bin ja nicht so einer. Ich denke mir, whatever. Schmeckt trotzdem gut. So. Okay. Also ich will weg vom Kroak. Eigentlich will ich hier oben stehen. Der ist halt wirklich gefährlich. Der Rest geht eigentlich. So. Zurück. Wenn wir jetzt die Echsen reinbauen, dann geht's zurück. Dann lass die Echsen reinbauen. Das ist voll egal. Halt's ab, lasst euch da nicht fangen. Ab. Ihr sollt. Leute, boah, warum sind die so. Also Ratten sind dumm wie Scheiße. Können nichts, haben von nichts eine Ahnung. Jetzt sind die da im Nahkampf. Why? Ja, weil wir Plänkler. Warum müssen Mörser-Teams Plänkler? Ich verstehe das nicht. Ist doch komplett bastard. Muss das sein? Also, ne? What the frick? So, kriegt ihr die Echsen bitte weg, Leute. Das ist echt nicht so schwer. Quick, quick! On, on, run! Das kann nicht so schön. What, what? It's just... Play Claw Catapult! Agree, Rick! Clack, Rack, Steel! So, ob die das jemals schaffen, hier die Echsen zu töten, müsste ich auch gerne. Wo ist da das Problem? Weiß ich nicht. Irgendwo wird es ein Problem haben. So, die haben sich wieder gesammelt. So.
den guten Croak muss man halt aufpassen. Aber auf den kann man auch eigentlich schießen. So. Gebrochen. Wieder reingenietet, aber egal. Ja, haut ab und sterbt. Vor allem, die werden jetzt halt nur Rücken gefördert, ne? Das tut schon ordentlich weh. Gut. Wie sieht Lord Croak aus? Full Life. Das ist ätzend. So. Im nächsten Kampf Echsen, die da reinrennen wollen. So, schützt bitte wieder meine Leute. Ist so schwer. Ich meine, der Schaden ist schon cool und so, aber. Warum bist du noch hier? Das ist halt echt ätzend. Na gut, whatever. Wütend, die rennen rein, sie sterben, hoffentlich. So, macht sie mal bitte. Gut, da warten wir jetzt ab, bis halt die Munition leer ist, ne? Da alles andere macht auch keinen Sinn. Einfach warten, bis alles kaputt ist. Noch ein bisschen mehr, genau. Vielleicht nicht ganz so weit nach hinten schießen. Ein paar Schüsse haben sie noch, aber. So, Munition aufgebraucht. Und so. Ihr könnt abhauen. Ihr seid fertig. Gut. Dann kann ich jetzt ein paar Leute beschwören, die einfach ein bisschen Power machen sollen. So. Gut. Gut, ich habe noch die Poison Wind Mortars. Das da. Muss ich ja schon halbwegs klug spielen hier den ganzen Bums, ne? Sonst wird's nix. Ja, Krogar macht einmal seinen Dings da rein. Ist egal. So. Ja. Ihr Mortars, schießt nochmal. Ja, macht schön Schaden.
Genau. Noch ein bisschen mehr. Sollten sie ja irgendwann schaffen, ne? So. Dann beschwören wir noch ein bisschen mehr. Weil mit den Herbeigerufenen kann ich natürlich dann zuerst reingehen, ne? Das ist gar kein Problem. Herbeigerufen, dann gehen wir rein. Die stellen wir so auf. Die gehen näher ran. So, jetzt hoffen wir mal, dass es irgendwie klappt. Okay. Schild, ja, Schild ist okay. Da war jetzt schon seine eine Fähigkeit, aber das ist okay. Das ist wirklich in Ordnung. So. Gut. Dort Korb. Buffy. Schussresistenz raushauen. Die sind wieder blockiert. Geil. Könnte immer noch schlecht ausschauen, ne? Könnte immer noch schlecht ausschauen. Ich habe nicht mehr viele Winde der Magie. Da ist Krokar schon wieder. Greift den da an. Ich ne- oh oh. Aber wieder eine Fähigkeit. So. Okay. Ich weiß noch nicht so recht. Krokar, kriegst du Schaden, wenn du da so angenommen wirst? Sieht gerade nicht so wirklich aus, ne? Heisen, hurry! Wie stark die sind. Schon heftig. Warlock Master! Ich glaube, auf Krokar braucht ich gar nicht gehen. Das ist kompletter Schmerz. Aber irgendwas müsste doch angreifen können. Oder? Also irgendwas müsste es angreifen. Ich glaube, ich verliere das. Klingt so gut. Wir sind im Nachhinein von der Blüse. Macht hier sein Schutzschild. Der Krokar kriege ich nicht weg. Oh, ich habe voll die Fähigkeiten vergessen. Oh, ich bin so dumm. Das macht viel aus. Warlock Master! Das macht unglaublich viel aus. Ja, ja, ja. Very well. Ich würde den gerne wegfahren. Hornrat,
Ah ja, okay. Sammelt sich nochmal alles. Aha. Er steht da auch sehr gefährlich. Warbreiter! Get up, get! Move time! Now, ready, now! Okay, da muss man ein bisschen näher ran. Okay. So, Redlings, macht's was für euch. Okay, das ist halt die Frage, kriege ich Quark weg oder nicht? Ich gehe auf die Speere drauf, was nicht schlecht ist, aber was probiert. Der steht halt leider auch im Wald, ne? Oh Gott. Ich würde Quark halt echt gern kaputt machen, ne? Oder? Ich glaube, das ist ein Mortar. Eher nein. Bang, bang. Wieso ist denn doch Quark so tanky? Normalerweise hält er nichts aus. Sieht schlecht aus, glaube ich, wenn das. Na gut! Ist halt auch so, ne? Muss man auch mal akzeptieren. Der war da halt zu stark. Na gut. Naja, ich verliere das. Okay. Gut. Auch interessant. Jetzt fängt's langsam an mit den Echsenmenschen und so, ne? Late Game, dass ich da keine Chance mehr habe. Weil ich einfach die Ratten nicht verstehe. Und seine Armee war jetzt nicht stark. Die war grottenschlecht. Ne? Aber verloren. Gut, machen wir uns Fenster auf. So, ein Katapult habe ich sogar verloren. Okay, auch nicht so gut. Ich komme nicht mal nach Hause. Großartig, okay, cool. Stinks like a glacier. Brauche ich das noch? Ja. Cool. Ja gut, der ist auch nur Stufe 7. Trust kann him for now. Aber. So, Warlockmeister. Kriegt ein Dingschredder? Ne, Todesrad. Das macht mehr Sinn. Okay. Dann kann ich vielleicht... Na, mal gucken. So. Ja gut, das macht schon Sinn, irgendwann die Zauber, aber... Ja, ist alles doof, ne? Hier ist jetzt gerade alles doof. Es sieht nicht gut aus. Okay, Quiek ist wieder dran. Wo wollte ich hin? Irgendwo, wo es Geld gab. Karas. Ja, aber dann gehen wir erst zur Krummzahnfeste. Machen die kurz kaputt. Na? So. Genau. Tunnel bauen. Der Rest passt. Should kill when get chance. Okay, ja, doof gelaufen. Also der eine Kampf war jetzt nicht gut. Da war halt dann echt die... Ja, da werde ich mich zurückziehen müssen. Das packt der nicht. Also ich habe hier Katapulte. Und ich habe eine Engstelle. Und ich könnte es versuchen zu halten. Yeah.
Ich habe ja noch einige Katapulte. Und sein Scheiß ist schon low. Das könnte klappen. Tatsächlich. Weil das meiste ist kaputt. Und macht Nummer 4. Aber... Puh. Ja, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Da kann ich nur ein bisschen rumzaubern. Ja, die sind komplett am Arsch. Die Waffenteams. Na gut. Also, gucken wir mal. Okay. Mörser noch hin. Guide us, Horned One. What? So. Now, ready. Glamrat Spears. Council's command. Oh boy. Okay, ich brauche auf jeden Fall Ratten. Die ich vorne irgendwo hinstellen kann. Ich habe die Warp-Bombe, die dürfte auch nochmal helfen. So, das meiste von seiner Unterstützung ist halt legit einfach nur kaputter Schrott. Eigentlich. Rocker ignorieren. Soweit wie es geht. So, lieber auf die Klümpchen schießen. Ne? Nein, ihr sollt da angreifen, nicht irgendwie einen Scheiß machen, bitte. Okay. Die Bombe lohnt sich kaum. Macht sie nicht. Was ist das denn? Nie gesehen, den Zauber. Jetzt nicht sonderlich viel Damage gemacht. Leider. Schaut alles schon wieder sehr schlecht aus. Warlock Master! Rocker sagt zu heftig. Ich mache halt einfach keinen Schaden. Das ist so heftig. Ich mache hier keinen Schaden. So überhaupt gar keinen. So, jetzt ist Drop an den Katapulten, da kann ich gar nichts gegen machen. Das ist halt Druck. Das gesegnete Saurus, Leute. Stimmt alles weg. Den krieg ich nicht weg. Wir stellen auch wieder Warp-Bombe, gibt's nicht. Der ist so gut wie tot. Nee, da bin ich. Einfach nix. Schaut euch das an. Achso, jetzt habe ich die Armee komplett vernichtet. Bedauerlich. Okay.
auch interessant. Damit ist die Armee komplett am Arsch. Die wird es nicht mehr geben. Ich habe hinten keine Armeen mehr zum Verteidigen. Ich habe keine starke Frontline. Die Katapulte machen nicht lang genug Damage. Können sie nicht. Wow, es wird wieder anstrengend. Gerade eben dachte ich mir, ja, ein bisschen langweilig alles so. Jetzt wird es wieder richtig schwer. Das Spiel, ja, komplett zerstört, alles tot, alles weg. Stark, sehr stark. Genau. Da wird schön belagert. Hm. Puh. Puh. Tough, tough, tough. Sehr tough. Ja, was machst du gegen Echsenmenschen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, kommt alle her, kommt alle her. Jetzt haben sie Blut geleckt, ne? Ist klar. Nee, da wusste ich jetzt nicht, wie ich irgendwas hätte anders machen sollen. Komplett verloren. Ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig. Wie spielt man Skaven? Was ist eine gute Late-Game-Skaven-Armee? Ich habe keine Ahnung. Vor allem nicht gegen Lizardman oder gegen sonst irgendwas. Weil die Katapulte haben es komplett reingeschissen. Die Warlock-Teams auch, also die Rattling-Guns, total nutzlos. Die Sturmratten haben gar nicht lang gehalten. Die Clanratten sterben natürlich sofort weg, das ist klar. Was machst du dann? Na? Und die Echsenmenschen haben einfach keinen Schaden genommen. Gar nicht. Klar, mir hat so ein bisschen der Seuchentyp gefehlt, aber da ging nichts. Gar nichts ging mehr. Gut. Let the bell scream. So, das ist free. You will fight. You die. I order Scurry move. Scorch. So, sehr schön. Great, great victory. Da warte ich jetzt einfach mal, ne? Einfach mal warten auf die andere Armee, damit ich die 7 Katapulte habe. Alles andere sehe ich gerade nicht, dass Sinn macht. Das ist einfach so. So. Was noch? Clanratten haben wir hier viele. Dann macht die Clanratten. Schattenläufer, Gossenläufer sind eigentlich das, was ich bräuchte. Glaube ich. Ich glaube, das sind die, die richtig, richtig guten Schaden machen. Könnte ich ausbauen. Braucht jetzt aber nicht zwingend. Ja, ich muss eine neue Armee aussehen. Den wollte ich mal haben. Das Ding ist, ich habe noch nicht, was ich dafür brauche. Disziplinierte stark. Eigentlich. Okay, keine Ahnung. Eigentlich wäre es gut, wenn ich hier sowas wie. Sowas hier habe. Sowas zum Beispiel. So. Master Engineer! Genau. So. Sind beide nicht so cool. Das ist der richtige. Ein Eschenzauberer habe ich jetzt beschworen. What?
Wollte ich gar nicht. Warlock, Master of Scryer! Ich wollte einen Plague Priest. Ja, ja. Weil die darf er ja noch gar nicht haben. Ist ja Schwachsinn. Hier, Plague Priest. Keine Ahnung. So. Plague Priest! Channeling Plague! Gut. Haben wir jetzt ein bisschen Geld weggeschmissen, das ist aber egal. Irgendwie so. So, dann Truppen ausbilden. Ich meine, die Armee hat halt jetzt nicht viel gebracht, so, aber oh, ich darf 4 haben. Na, also geht doch. Okay, dann gegen was sind die gut? Flamme, magisch. Giftwindkugeln. Achso, die hatte ich immer noch. Die Warpbohrer. Aber ich glaube, die Warpbohrer verlieren langsam an Stärke. Hallo? Ach, kein Geld mehr. Okay, lassen wir es mal so. Da werden wir dann eh jetzt angegriffen. Da müssen wir mal gucken. Ja, spannend wird's, ne? Sehr, sehr spannend. So, ich mach mal ganz kurz. So. Kurz Nase geputzt. Fertig. Ja, komm, zeigt Macht. Gut, tschüss, auf Wiedersehen. Ist das ätzend. Splitterfels, ja, das mache ich und kann explosiv drücken. Okay. Gut. Ich bin jetzt soweit, dass ich sage, mir reicht's für heute. Ist auch schon wieder 1,5 Stunden, das passt. Das heißt, ich mache hier erstmal Pause. Bitte Tipps, ne, über Skaven und so immer in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye. Thank you.